Liebe Konfirmationsfamilien, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, hier spricht noch einmal Uwe Habenicht. Nun melde ich mich auf diese Weise noch einmal zu Wort, grüße euch ganz herzlich und möchte noch ein paar Dinge sagen, für die vorhin in der Kirche zu wenig Zeit war. Und es wäre schön und ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, noch einen Moment zuzuhören und ein bisschen von dem zu hören, was uns im vergangenen Konfirmandenjahr beschäftigt hat. Ich hab dich zum Fressen gern, ruft Paul und stürzt sich auf seine Laila. Sie zuckt kurz zusammen, dann breitet sie ihre Arme aus und ruft, na dann komm mal her. Es dauert nicht lange und die beiden sind ein unentwirrbares Knäuel aus Armen und Beinen, Händen und Füßen, Ohren und Augen. Ich hab dich auch zum Fressen gern, brummt es schließlich aus dem Knäuel noch einmal hervor. Manchmal, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, hatte ich den Eindruck, das Wichtigste am Konfirmandenunterricht war für euch der Imbiss zwischendurch. Dann kam Bewegung in die Gruppe, die vom langen Schultag ermüdeten, wurden wieder munter und die schon etwas ermatteten Gesichter hellten sich auf. Ja, unsere Imbisspause, die war wirklich wunderbar und sie war wichtig. Bis Februar war es ja Flo gewesen, der uns immer so gut versorgte und mit erfreulichen Überraschungen beglückte. Zusammen im Flur stehen, essen und reden, sich austauschen und voneinander hören, das war wirklich toll. Der Konfirmandenunterricht am Dienstagabend, das war für euch von September bis März Teil eures Alltags. Nach einem langen Schultag sich noch einmal auf etwas Neues einlassen. Improvisationstheater spielen zum Beispiel. Von einer Sekunde auf die andere in eine Rolle schlüpfen, für eine Minute einen Verrückten spielen, bei dem sich alles nur um Elefanten dreht und dann im nächsten Augenblick eine sehnsuchtsvoll Verliebte darstellen oder ein Dauerhitzki. Dieser und viele andere Herausforderungen habt ihr euch gestellt. Ihr wart mit so viel Fantasie und Interesse dabei, dass es unglaublich viel zu lachen gab und nebenher konnten wir viel lernen über die Unwägbarkeiten des Lebens und über die Stolperstellen des Alltags. Spontan, ohne Konzept und Vorlage improvisieren zu müssen, das war wirklich eine große Herausforderung. Damals hätte wohl noch niemand von uns gedacht, dass diese Fähigkeit kurze Zeit später die wichtigste werden würde, um den Beginn einer Krise zu meistern, die die Welt bisher so noch nicht erlebt hat. Mitte März stand plötzlich alles still und alles war anders. Da musste dann tatsächlich ohne Probe und ohne Plan improvisiert werden. Vielleicht ganz gut, dass wir das vorher schon mal geübt und ausprobiert haben. Erinnert ihr euch noch an die wichtigste Regel beim Improvisationstheaterspielen? Richtig. Du sagst zu allem Ja und spielst mit. Ganz gleich, mit welchem Unsinn jemand auf dich zukommt, du spielst mit und sagst Ja. So haben wir es geübt und erfahren, was es heißt, sich nicht mehr an Plänen oder irgendetwas anderem festzuhalten, sondern sich einzulassen auf das, was da gerade passiert. Auf einmal stellen sich dir Hindernisse in den Weg, die es zu überwinden gilt, und du spielst mit, suchst nach Auswegen und Alternativen. Erinnert ihr euch noch, was wir in eurem Begrüßungsgottesdienst gemacht haben? Eine Hinderniswand wurde aufgestellt und mit Karabinern und Seilen haben wir nach Möglichkeit gesucht, sie zu überwinden. Später habt ihr dann auf diese Wand geschrieben, welche Themen euch interessieren und was im Unterricht vorkommen sollte. Zeit, Kultur, Gruppe und Glück standen da unter anderem drauf. Die Zeit, die wir als Konfirmandenkurs gemeinsam verbringen konnten, war durch den Lockdown extrem kurz. So sind viele der Themen, die ihr euch gewünscht hattet, gar nicht mehr dran gekommen. Auf einmal standet ihr, wie auch eure Eltern, Familien und Lehrer, vor einer völlig neuen Herausforderung. Nicht mehr zur Schule und zur Arbeit gehen zu müssen, das war vielleicht im Februar dem einen oder anderen noch etwas unvorstellbar Schönes vorgekommen. Wenige Wochen später war es plötzlich Realität und oft doch nicht ganz so einfach. Allein vor dem Bildschirm wochenlang zu lernen, ist nur ein Teil der großen Herausforderung gewesen.
die Kollegen nicht mehr sehen zu können, die Großeltern nicht mehr zu treffen, überhaupt diese Unsicherheit, dass man nicht weiß, wie es weitergeht und ob die Zukunft so sein wird, wie ihr sie euch vorgestellt habt. Auf einmal stellte sich vieles in Frage. Wie übersteht man solche Phasen der Unsicherheit? Was macht man, wenn die alten Gewissheiten von gestern wackeln und wanken? Der Konfirmandenunterricht soll auf das Leben, auf die Widrigkeiten des Lebens vorbereiten. Er soll helfen, vorbereitet und zuversichtlich, das Neuland des Erwachsenwerdens zu betreten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das eigentlich gelungen ist. Habe ich euch auf irgendetwas vorbereiten können? Habt ihr in der Konfirmandenzeit etwas erlebt und gelernt auf den Lagern und an den Abenden, das euch helfen könnte, in Schwierigkeiten nicht hilflos zu versinken? Kann Religion überhaupt helfen, mit den Widrigkeiten des Lebens besser klarzukommen? Bringt Religion irgendetwas zustande, das irgendwie nützlich ist? Religion, Glaube und Kirche sind ja in unserer Zeit längst nicht mehr unumstritten. Und sicher wird es auch in euren Familien etliche geben, die kritisch mit der Stirn runzeln, wenn es um Glaube und Kirche geht. Man muss sich ja heute fast schon schämen, wenn man einen Gottesdienst besucht, das öffentlich äußert oder gar sich konfirmieren lässt. Oder? Seit Monaten suchen Forscherteams auf der ganzen Welt rastlos nach einem Impfstoff gegen Covid-19. Tag und Nacht werden in Labors von Europa bis Asien Testreihen ausgewertet, zerbrechen sich Forscherinnen und Forscher in ihren Forschungsstätten Tag und Nacht den Kopf, um möglichst bald ein Heilmittel gegen dieses Virus zu finden. Ignatius aus Antiochia, ein Bischof im Gebiet des heutigen Griechenlands, schreibt seiner Gemeinde im 2. Jahrhundert, also vor rund 1800 Jahren, in einem Brief auch etwas über ein Heilmittel. Ignatius schreibt: Teilt das Brot, das Heilmittel zur Unsterblichkeit, ein Gegengift, dass wir nicht sterben, sondern leben, in Jesus Christus immer da. Ignatius schreibt nicht über ein Pharmakon gegen Corona, nicht über ein Gegengift gegen Corona, wohl aber berichtet er über ein Heilmittel zur Unsterblichkeit. Also ein Mittel, das uns unsterblich macht, weil es uns die Angst vor dem Tod und vor allem die Angst vor dem Leben nimmt. Wie wäre es, wenn wir ein solches Pharmakon, ein solches Heilmittel hätten, das uns hilft zu überleben, wenn Verzweiflung und Unsicherheit, Selbstzweifel und Leere uns überschwemmen und mitzureißen drohen? Wie wäre es, wenn wir ein solches Überlebensmittel hätten? Könnten wir dann nicht auch in solchen Zeiten der Krise wie jetzt zuversichtlich und hoffnungsvoll bleiben? Nicht, weil wir selbst unbesiegbar und unverwundbar wären, sondern weil wir auf etwas vertrauen können, das uns trägt, gerade wenn unsere eigenen Kräfte uns nicht mehr tragen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen etliche Stunden in meinem Küchenlabor zugebracht, um für euch ein solches Überlebensmittel zu finden. Ich habe das für euch getan, weil ihr mir ans Herz gewachsen seid in diesem letzten Jahr. Etliche kenne ich ja schon länger. Ihr mit eurer ganzen Energie und eurem Einsatz. Ich wollte euch ein Überlebensmittel mitgeben. Und ihr habt es vorhin bekommen. Ein kleines Stück. Ob das wirklich wirkt? Eine kleine Dosis für jeden ausreicht? Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und nichts wird euch unmöglich sein. Wie viel ihr von unserer gemeinsamen Zeit mitgenommen habt, das vermag noch niemand zu sagen, ihr selbst wohl am allerwenigsten. Und wenn es nur ein winziges Stück wäre, so klein wie ein Senfkorn oder so groß wie dieses Pharmakon, das ich euch gemacht habe, so wäre es genug, um Berge zu versetzen, um Hindernisse zu überwinden und auch um in den größten Schwierigkeiten nicht unterzugehen. Euer Gegengift, euer Heilmittel gegen alle Widrigkeiten und Gefährdungen, gegen alle Verzweiflung und Verlorenheit,
dieses winzige Stück, ein Krümel Glaube, eine kleine Dosis Glaube, das wäre schon genug. Dieses Stück Glaube, es muss eben nicht größer sein als ein Senfkorn und kann euch doch retten. Ein noch so kleines Stück Glaube, der uns über uns hinausführt, heilt und rettet, weil er uns mit einer Kraft verbindet, die weit über uns hinausgeht und in eine Gemeinschaft von Menschen hineinführt, die an mehr glauben als nur an sich selbst. Ein Stück. Und Sterblichkeit habt ihr euch ja bereits erworben. Eure Handschriften werden über Jahrhunderte in der Stiftsbibliothek aufbewahrt werden. In der St. Galler Corona-Bibel habt ihr mitgeschrieben. Ein ganzes Evangelium haben wir gemeinsam geschrieben. Und so sind wir Teil einer großen Gemeinschaft geworden, die während des Lockdowns gegen die Vereinzelung ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt hat. Wenn es euch interessiert, kann ich euch das Passwort für die Website der St. Galler Corona-Bibel jetzt schon geben. Offiziell wird die Seite erst im November zugänglich sein. Im März findet ihr dann die Übergabe an die Stiftsbibliothek statt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Aber heute geht es ja nicht um die Unsterblichkeit im Irgendwo und Irgendwann. Es geht ja ums Jetzt, um eure unmittelbare Gegenwart. Dass ihr die Schule und die Ausbildung schafft, dass ihr gute Freunde findet und weiterhin mit euren Eltern klarkommt. Dass der Kontakt hier zur Kirchengemeinde, zu mir und zu den anderen nicht abreißt. Darum geht es. Was ich euch heute wünsche, entdeckt das Stück, den Krümel Glauben, der euch innerlich stark macht, weil er euch vor Überheblichkeit und Allmachtsfantasien befreit. Wir sind verletzliche und auf Gemeinschaft angewiesene Wesen. Das haben wir verstanden in dieser Corona-Krise. Ein tragfähiger Glaube macht euch sensibel und aufmerksam für die eigene Verletzlichkeit und die Vorsicht, die es braucht im Umgang mit anderen. Euer Überlebensmittel kann ein Satz oder ein Wort sein, das zu diesem Glauben führt und ihn ausdrückt, so wie ihr vorhin euren Glauben in Worte gefasst habt. Ein Wort oder ein Satz, den ihr euch zu eigen machen könnt, dass ihr mit ihm alle Hindernisse überwinden könnt. Lernt euren Konfirmationsspruch auswendig, sagt ihn vor euch hin, wenn es eng und wenn es schwierig wird, mit Eltern oder Kollegen auf Arbeit in der Schule. Dieser Satz, er wird seine Wirkung entfalten. Probiert es aus. Ihr bekommt heute nicht nur ein Stück Pharmakon aus meinem Versuchslabor, so wie ich versucht habe, euch etwas von meinem Glauben zu zeigen in diesem Jahr, sondern ihr bekommt auch ein Glas, auf dem steht mein Überlebensmittel. Sammelt in diesem Glas Worte und Sätze, Erinnerungen und Hinweise auf diesen Glauben, der euch stärkt und heilt, sodass ihr überwindet, was euch im Wege steht und zugleich sensibel und aufmerksam bleibt für das, was euch umgibt. Sammelt in diesem Glas Erinnerungszeichen an dieses Stück Glaube, das euch fähig macht, zu Liebhabern des Lebens zu werden. Ja, das wünsche ich mir, dass ihr Liebhaber des Lebens werdet, damit ihr euch mit allem, was ihr habt und seid, dem Leben entgegenwerfen könnt, voller Zuversicht und Hoffnung, dass sich überwinden lässt, was immer auch Lebendigkeit und Leben bedrohen mag. Und ihr, liebe Eltern und Paten, Großeltern und Freunde der Familie, helft diesen Jugendlichen dabei, das Leben in seiner ganzen verletzlichen Schönheit zu lieben und zu umarmen. Meine lieben Konfirmandinnen und Konfirmanden, werft euch voller Energie diesem Leben entgegen und ruft dabei, liebes Leben, ich hab dich zum Fressen gern. Das wünsche ich euch von Herzen. Und nun genießt diesen Tag, feiert und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Wir hören uns, wir sehen uns und dann werfen wir uns vielleicht auch gemeinsam diesem Leben entgegen. Amen.